Hallo meine Lieben, einen wunderschönen Freitagabend wünsche ich euch. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins Wochenende gestartet und bei euch ist auch so tolles Wetter wie hier bei uns. Ja, aber wir hatten die ganze Woche vorher Regen, also das ist der erste Tag nach Tagen, da der wieder schön ist. Und also mir gefällt es gleich viel besser, muss ich ganz ehrlich sagen. Das andere war auch schon belastend und ich hatte sogar gestern die Heizung an. Stellt euch das mal vor. Es war mir so kalt, als ich von der Arbeit kam und ich habe mich dann fast heiß abgetuscht. Und habe mir dann die Heizung angemacht und ja, auf die Decke eingekuschelt, auf die Couch. Und so habe ich dann meinen Abend verbracht und ich war richtig glücklich, als ich heute Morgen aufgewacht bin und die Sonne hat geschienen. Und ja, es ging gleich ganz anders los. Ne? Und ja, ich finde das einfach herrlich mit schönem Wetter. Im Sommer muss das für mich schön sein, sonst ist das, ja. Ich hoffe, dass es jetzt für uns alle ein bisschen hält und dass jeder seinen Urlaub genießen kann. Es sind ja jetzt schon in 6 Bundesländern Ferien und das ist ja schon eine Menge. Und hier, die nächsten folgen ja jetzt nächste Woche und dann, ja, ich weiß nicht, Hamburg hat nächste Woche, glaube ich, oder übernächste Woche, ja. Und da ist das Sommer schon wieder her, ganz schnell zu Ende, ne? Ja, aber ich freue mich jetzt erstmal auf unseren Urlaub. Wir müssen noch eine Woche, ich nicht ganz, der Thomas schon. Und dann geht es uns erstmal ab nach Dänemark. Und da treffen wir uns an der Grenze mit unseren Kindern, die kommen dahin gefahren, weil wir alle ein bisschen verstreut wohnen zurzeit und da treffen wir uns dann und wir fahren gemeinsam schön für eine Woche nach Dänemark und genießen das da. Und ich fahre mit meinen Kindern früher schon, als sie ganz klein. Wir haben das so genossen. Die Ruhe, die Menschen, die Umgebung. Also es war für uns richtig ein, zwei Wochen, kam mir drauf an. Manchmal waren wir nur eine Woche, manchmal zwei. Aber es war für uns so ein Runterfahren und wir haben es geliebt alle. Ne? Und deswegen haben wir gesagt, meine Große ist jetzt öfters auch allein noch hingefahren, also mit ihrem Freund. Und mit Bekannten, aber wir sind ja jetzt schon ein paar Jahre nicht mehr da gewesen, aber ich freue mich richtig drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. So, und jetzt wollte ich euch noch ein kleines Video drehen heute Abend mit den Sachen, die ich mir noch heute mitgenommen habe. Es ist nicht allzu viel, aber ich wollte es euch trotzdem zeigen. Und damit fange ich an. Ich war in Rewe drin und ich war in Rossmann drin und wie heißt der andere Laden? Ein Euroladen? Ein Euroladen, glaube ich. Nee, ein Euroladen nicht. McGuides. McGuides, entschuldigt. Ja, und dann fange ich mal jetzt an. Also erstmal habe ich mir mitgenommen, ich habe das hier drüben liegen, mein natürliches Toilettenpapier für 2,99 aus Rewe. Also das hatte ich ja neulich schon mal und da habe ich ja so drauf geschworen. Und für die Umwelt tut man auch was Gutes und das habe ich mir dann gleich wieder mitgenommen und ja. Kann ich auch nicht Gutes zu sagen, also ist nichts anderes als andere und sehr schön sogar. Dann hatte ich mir einmal Küchenrollen von Ceva mitgenommen, die sind im Angebot gewesen für 2,49, die Eigenmarke war sogar 2,80 fast und ja, da nimmt man sich ja das Gute mit und das Ceva, ne? Verstehst du so manchmal nicht die ganzen Preise dann noch, aber ist egal. Dann hatte ich mir, jetzt muss ich mal gucken, was ich hier noch hatte in Rewe, jetzt habe ich das hier ein bisschen durcheinander gelegt. Achso, wo ist denn das Öl? Ach, das hatte ich hier unten drin noch mal. Jetzt mal kurz runter hier. Und dann hatte ich im Rewe mir noch einmal das Utan mitgenommen für Emily. Die wollte das gern haben. Die fährt mit ihrer Freundin ein paar Tage zelten. Deren Eltern haben irgendwo auf dem Zeltplatz da Zelte und Wohnwagen. Und da wollen die für eine Woche hin. Ja, finde ich auch toll, ne, dass die auch ein bisschen rauskommen. Nochmal so mit ihren Freunden und allen. Und ja, da wollte sie unbedingt so einen Zeckenschutz haben und das habe ich ihr dann aus Rewe mitgenommen, weil es da genau eine Kasse stand für uns. Dann hatte ich noch einmal Ferry Ultra, das hatte ich dreimal mitgenommen, weil mein Papa auch zweimal abbekommen hat, der mag das auch sehr gerne und das war auch ein Angebot für 1,29. Hiervon hatte ich auch dreimal, Softlan Ultra. Ich muss erst meine Brille aufsetzen, weich und mild mit Mandelmilch. Ja, davon hatte ich zwei und einmal hatte ich Zofflan Orchidee und Vanille und das habe ich meinem Papa gegeben. Ja, und ich hatte die beiden behalten diesmal, weil ich noch Orchidee und Vanille hatte. So, und dann hatte ich mir noch einmal eine Sonnencreme Sensitiv 50 Lichtschutzfaktor, sehr hoch steht hier, Sofortschutz, wasserfest, ohne Parfüm, ideal für Gesicht und Dekolleté. Ist geruchslos, also man riecht es gar nicht und eine tolle Konsistenz hat die. Also ich finde die auch ganz toll. Ja, die habe ich dann auch mal nochmal mitgenommen, schon für den Urlaub. Ja, das war erstmal der Rewe-Einkauf, der war ganz klein, weil das hatte ich mir alles rausgesucht, weil es ein Kollegen gesagt hat, du hast das Spülmittel, also dein Ferien- und Weichspüler. Und da habe ich gekommen, das holst du noch raus, bevor du aus dem nächsten Laden da über 2 Euro bezahlst wieder. Oh,
Und dann bin ich da hingefahren, ja. Dann war ich noch kurz in Rossmann mit drinne. Da hatte ich das Palmolive, Orchidee und Milch mitgenommen, mit Feuchtigkeit und Orchideenduft. Ja, vegan ist das, mit pflanzlicher Milch. Und das war für ein Angebot von 99 Cent. Und das finde ich auch mal wieder toll von Palmolive. Obwohl ich davon sagen muss, kriege ich sehr trockene Haut. Aber bei den anderen ist das alles gut, haben sie gesagt. Und ja, das mit den Mädchen, auch wenn sie kommen oder beim Wechseln. Und ach, ist egal. Und es ist immer was los und einer wird schon verbrauchen. Alles gut. Und das ist ja auch ein tolles Duschgel. Wer hatte mir das empfehlen? Irgendwie einen Kollegen, glaube ich auch. Probier doch mal CD. Und da ist mir eingefallen, meine Mutti hat das früher immer gekauft, sich, ja. Und Ökotest sehr gut. Und ich habe mir das jetzt hier mitgenommen. Feuchtigkeitsdusche. An meine Haut lasse ich nur Wasser und CD. Ohne Mikroplastik. Wasserlilie steht hier drauf. CD-Reinheitsgebot. Nur ausgewählte Inhaltsstoffe. Ohne synthetische Farbstoffe. Ohne tierische. Das finde ich auch schon mal toll. Ohne tierische Inhaltsstoffe. Ja, und ich muss sagen, ich habe mich damit sogar erst nach Arbeit gleich geduscht. Und das war so toll. Also der Schaum, der war so mild. Ich fand das so toll, muss ich ganz ehrlich sagen. Das werde ich mir auf alle Fälle, also diese Wasserlilie, werde ich mir auf alle Fälle nachkaufen vom Geruch und auch von der Konsistenz beim Duschen, beim Eincremen. Es war wirklich ein schöner Wohlfühlmoment, kann man das so sagen. Ja, also hat mir gefallen und das war 1,79 oder so. Ja, aber 1,80, so in den Dreh war das. Und muss ich sagen, ja. Es will auch keiner von mir haben, von meiner Familie. Es würde mir ganz allein gehören. Dann CD hört sich für alle alt an, weil meine Mutti das immer hatte. Und ja, das wollen sie dann nicht. Aber das darf ich dann behalten und dann kann ich es wenigstens für mich alleine verbrauchen, bevor da wieder doch derjenige und der drin mal rein ist. Ne? Und ich finde es toll. Und wie gesagt, ich habe nie gedacht, dass das so eine schöne, ich war ja damals auch Kind, ich habe das immer nur gewusst, dass meine Mutti das gekauft hat, aber dass das so eine schöne Konsistenz hat und auch so auf dem Körper so weich und ja, wirklich viel angenehmer als manches andere Duschzeug. Probiert es mal aus. Und dazu hatte ich mir auch nochmal von CD dies mitgenommen. Das ist mein Moment. Oh, da muss ich mir auch die Brille aufsetzen. Ich habe mir gleich drei Sorten gekauft. BH hautneutral. Reinheitsgebot 0%. Mikroplastik, tierische Inhaltsstoffe, synthetische Farbstoffe. Also 0% von allen. Aber das ist eine Limited Edition. Und ja. Riecht sehr gut. Tippeltappel. Da kommt mein kleiner Karl an, der denkt, der Mutti spritzt schon wieder. Und dann habe ich mir hier nochmal von CD auch noch morgenfrische Dusche. An meiner Haut steht wieder, lasse ich nur Wasser und CD. Ökotest, hört ihn. Ökotest sehr gut. Und Wasserminze und Gurke, und da steht das Gleiche. Nur ausgewählte Inhaltsstoffe, ohne synthetische Farbstoffe, ohne tierische Inhaltsstoffe. Ja, und das riecht auch sehr, sehr gut. Muss man natürlich alles auf der Haut riechen, kann ich euch jetzt noch nicht so viel zu sagen. Ich hatte ja eine, die, wie heißt die nochmal schnell? Weiß ich jetzt nicht mehr, aber ich habe es ja erst gesagt. Also die hatte ich ja probiert und das war super. Nun muss ich mal die Tage, wenn das alle ist, fange ich mit den anderen an. Und ja, dann werde ich sehen, wie das andere ist und dann gebe ich euch darüber auch Bescheid. Und mir hat den Rat auch einer gegeben, mir hat die liebe. Rosina geschrieben, die gesagt hat, sind ganz tolle Produkte und ich sollte mich mal durchtesten und das mache ich auch. Und liebe Rosina, vielen Dank. Und mit den dreien fange ich an und dann steigere ich mich noch, was es noch so gibt. Ne? Ja, so, das hatte ich genommen. Dann hatte ich für den Thomas, der wollte es nochmal für die Arbeit haben. Er sagt, wenn es jetzt wieder wärmer wird, bringen wir das mal mit. Nivea Men. Jetzt muss ich mal rüberwitzen. Das ist unangenehm, immer dieses Rauf und Ab. Fresh aktiv, dreifacher Schutz, frische Deo, Schutzpflege, 0% Aluminium, langanhaltende Frische, 48 Stunden. Ja, riecht ganz gut und er wollte wieder von Nivea eins haben und kriegt er. Ich habe mir auch von Nivea noch was mitgenommen, eine Nachtpflege, beruhigende Nachtpflege sogar, 24 Stunden Feuchtigkeit plus Regeneration, Trauben, Kernöl. Sensible Haut ohne Parfüm, 50 Milliliter sind hier drin. Ich habe schon gerochen, es riecht sehr, sehr still. Es riecht nach gar nichts. Aber die Konsistenz ist ganz toll. Und ich finde es auch gut, dass es nachts nicht nach irgendwas groß riecht. Ich finde sie ganz toll. Das merkt man schon, dass es eine ganz, ganz tolle Creme hier auf der Haut nur ist. Und ja, und ich liebe auch Nivea und ich probiere das aus. Aber ich muss sagen,
Diese Sorte hatte ich natürlich auch schon. Aber ich wechsle auch gerne und dann nehme ich mal wieder die und dann nehme ich mal die. Dann kriege ich auch von meinen Mädchen was geschenkt. Also das geht immer hin und her. Aber Nivea ist natürlich ein ganz tolles Produkt. Und wie gesagt, würde ich mir immer kaufen und finde ich toll. Und das habe ich heute mal wieder genommen, mitgenommen. Und muss immer schauen. Ne? Dann habe ich noch sicherheitshalber, obwohl wir da auch schon ein paar von liegen haben, jetzt verschiedene Sorten natürlich, nochmal einen von Nivea mitgenommen. Mir war einfach so, komm mal, ich nehme das auch nochmal mit. Und da hatte ich auch das neue schon gezeigt. Das war ja der gleiche. 0% Aluminium, 48 Stunden Deo-Schutz. 50 Milliliter sind drin. Frisch, sanft und gepflegt fühlt man sich danach. Und das muss man auch so sagen. Das ist auch so. Ist ein ganz toller Rexona-Stift. Rexona sei schon, entschuldigt. Nivea-Stift. Dann hatte ich mir noch von Garnier Sensitiv Expert Plus Ultra leichte Sonnenschutzmilch 50 Plus mitgenommen. Nicht fettend, nicht klebend, hochverträglich, ohne Duftstoffe, für Gesicht und Körper extra und extra wasserfest. Finde ich toll von Garnier, habe ich schon öfters gehabt. Die Tube besteht aus 29%, Pappe steht hier oben noch. Garnier habe ich auch schon oft gehabt und habe ich mich mal wieder für entschieden. Dann habe ich mal wieder Nivea, dann habe ich mal wieder das und das, aber das hat mich dann heute so angesprochen auch. Und ich habe es mal wieder mitgenommen und ja. Wasserfest ist ja auch wichtig, wenn man zwischendurch baden geht. Nicht, dass man sich immer wieder neu einreiben muss. Das ist ja auch irgendwie blöd. Dann hatte ich noch einmal für Emmy, wenn sie jetzt selten fühlt, der reicht so was Einfaches, hatte ich Isana mitgenommen. Cremedusche, Summer Night, cremiger Duft nach Orange und Cardinie irgendwie. Und die war von Rossmann auch. Und ja, die war bei 65 Cent oder so. Oder 55, muss ich jetzt passen, weiß ich nicht genau. Dann habe ich mir noch einmal Nivea mitgenommen, Aloe Vera und Pflege, Body Lotion, 24 Stunden, erfrischende Feuchtigkeit, 5 in 1 Pflegeformel, Tiefenpflegeserum ist es für normale und trockene Haut und das war heute ein Angebot für 3,99 €. Dann habe ich gedacht, komm, nimm es auch mit. Aber da gab es auch verschiedene Sorten, die ich auch noch nicht kannte, muss ich sagen. Und die sahen auch alle toll aus, aber das hat für mich am besten gerochen. Und ich habe gedacht, komm, dann nimmst du das mit und probierst das aus erstmal. Ne? Und ja, dann kann ich euch das erst sagen, wie es war. Aber ich denke mal, Nivea. Und die Konsistenz habe ich schon ausprobiert. Die ist sehr gut hier drin. Und das ist ja auch mal wichtig, wenn das manchmal so flüssig rauskommt. Ich hatte auch schon mal Nivea, wo ich überhaupt nicht mehr zufrieden war. Das ist rausgekommen wie verdünnt eben halt. Ne? Das war nicht schön. Aber das ist eine richtig gute Konsistenz drin. So, dann habe ich hier noch einmal Kopfreiniger. Das sind jetzt die extra starken von, also praktisch, es gibt ja für ein bisschen grobere und feinere. Ich mag eigentlich die feine, aber die waren ausverkauft bei uns. Dann habe ich mir die, weil ohne die kann ich nicht und ich weiß nicht, wie viele ich noch von den feinen habe. Und da habe ich gedacht, komm, bevor sie dir mal ausgehen und du kriegst es nicht mit, nimm auch einmal mit. Da habe ich die mitgenommen. Dann habe ich einmal von Isana die Wattestäbchen mitgenommen. Das ist auch so eine 25 Jahre Isana Wattestäbchen. Ja, die durften es dann auch sein. Dann habe ich hier noch, muss ich mir erstmal 3 Masken mitgenommen. Und zwar die Beauty Maske, Bubblegum Gum Creme Maske für jeden Hauttyp. Ja, porentiefende Reinigung. Probiere ich mal aus. Dann haben wir noch Pearl Off Maske mitgenommen. Und nochmal eine Perl-Off-Maske. Hyaluronsäure. Okay, das bin ich schon entschuldigt. Und Perlenextrakt. Die beiden probiere ich mal aus. Und ja, die 3. So, ihr Lieben, das war das von Rossmann. Und jetzt kommt noch, wie heißt der andere Laden? Jetzt bin ich schon wieder durcheinander. Wie heißt der nochmal? Ihr wisst was, ich habe es erst mal erwähnt, wo ich die paar Schulsachen gekauft habe. Die McGuides. Genau, da habe ich ein kleines Portemonnaie gekauft, das fand ich ganz süß, mit Band. Ne? Und da steht die Aufschrift, die Adresse kann man hier reintragen. Und ja, ich fand es niedlich zum Umbinden, wenn man Geld mitnimmt zur Schule. Dann so ein Waschlappen, den man ins Wasser packt, dann wird er größer. Und dann habe ich noch so eine Lerntafel mitgenommen für Mathematik. Da sind die Zahlen drin und dann kann er sich das so legen. Und ja, dann kann er das da, das Ergebnis steht da irgendwie, weiß ich. Aber das sah alles ganz gut aus und ganz niedlich. Und da habe ich gedacht, die 3 Sachen nimmst du mit, dann hast du schon mal einen kleinen Anfang. Ja, und dann muss ich noch gucken, dass ich noch ein paar Kleinigkeiten zufahre.
zufinde und dann ist das schon erledigt. So, ihr Lieben. Und ich bin jetzt auch durch. Mehr habe ich leider heute euch nicht zu zeigen. Ich hoffe, euch hat es ein wenig gefallen. Und ich wünsche euch, mir rutscht das ja alles heute Abend, ich weiß auch nicht. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Bleibt schön gesund und wir sehen uns bald wieder. Ja, und genießt die Sonne ein wenig, wenn ihr könnt. Ciao, bleibt schön gesund.